Der Auftakt der Deutschlandtour 2023 mitten im Saarland in St. Wendel, rund um diese fantastische Altstadt. Zeitfahren, ein kurzer Prolog, 2,3 Kilometer, einige Favoriten wie Nils Polit oder Peo Bilbao. Dazu junge Talente, auch aus dem Saarland, auf dieser 2300 Meter langen Strecke mit Start und Ziel in St. Wendel. Er übernimmt die Führung, Marco Haller, der Sieger in Hamburg 2022 mit der ersten Bestzeit. Er nimmt Platz, lange auf dem heißen Stuhl, wird dann überboten. Die schnellste Zeit, Danny van Poppel, der Sprinter aus der deutschen Mannschaft Bora Hansgrohe, ist dann der neue Führende. Lange bleibt er vorne. Und dann eine neue Bestzeit. Herausgefahren, überraschend, von einem jungen Niederländer, Michael Seilert, aus der Schweizer Mannschaft Tudor. Er übernimmt nun die Führung. Wechsel an der Spitze. Die schnellsten. Überraschend für viele, aber ein toller Mann von der Bahn. Ethan Vernon aus der Mannschaft Sudal Quickstep. Weltmeister auf der Bahn, aber auch stark im Zeitfahren auf der Straße. Ein großes britisches Talent auf dem Weg zur neuen Bestzeit. Er übernimmt nicht nur die Führung, er behält sie auch. Dabei ist der große Favorit anschließend noch unterwegs. Und der heißt Mats Pedersen aus Dänemark, aus der Mannschaft Lidl Trek. Aber er verpasst den Sieg heute knapp. Auch Brandon McNulty, der als letzter auf der Strecke ist, kann den Sieg von Vernon nicht verhindern. Ich war nicht ganz sicher mit diesem ersten Anstieg, wie ich mich davon erholen kann. Ich habe versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten, aber man muss im Prinzip immer Vollgas fahren. Es ist natürlich schon ein Unterschied zu meiner sonstigen Geschichte auf der Bahn, weil man muss sich davon erholen von diesen kleinen Anstiegen. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, wie hart das wirklich wird. Aber er übernimmt das rote Trikot des Führenden der Deutschlandtour. Gutes Ergebnis für die beiden Deutschen unter den Top 10. Nils Polit ist Fünfter und Yannick Steimle fährt auf Rang 6.